Ja, vielen Dank, das ist ja ein Applaus, das hast du sehr gut trainiert, Max. Danke. Sehr schön, schön, dass ihr da seid. Wir begrüßen euch ganz herzlich zu unserer ersten Folge hier live im Schauspielhaus von Auf ein Glas mit. Wir haben jetzt mittlerweile ein Jahr Auf ein Glas mit. Heute ist die erste Live-Show. Ich meine, ihr wisst es wahrscheinlich alle, wir sind mega aufgeregt, mega dankbar für das letzte Jahr und jetzt heute ist der neue Step dran. Ja. Ja, also nochmal so einen kleinen Rückblick vielleicht zu machen. Also vor fast einem Jahr, am 2. April vor einem Jahr, kam die allererste Folge raus, damals mit Sandy Lopicic, der war damals im Studio. Und Aaron und ich, wir waren völlig aufgeregt. Die Show war noch irgendwie komplett anders. Danach kam Margarete Thiesel, die irgendwie unsere Videos sowas von durch die Decke hat gehen lassen. Irgendwie 18.000 Klicks haben wir da mittlerweile und auch ganz viele aus Saudi-Arabien und aus Indonesien. Ja. Und genau, dann kamen noch viele weitere Gäste, Titus Probst, Ed Hauswirth, Iris Laufenberg, der wir zu verdanken haben, dass wir heute hier sind. Und zu guter Letzt auch Ferdi Schmalz. Und heute ist die Pia Hirziger zu Gast. Und wir haben gehört, sie ist eine sehr beliebte Frau in Graz. Sie ist eine sehr renommierte Schauspielerin in Österreich, Preisträgerin, hat irgendwie 2020 den österreichischen Filmpreis bekommen. Also ist der heißeste Scheiß, den es gerade gibt. Außerdem haben wir auch noch immer ganz viele tolle MusikerInnen. Heute ist die Band Frauens, ich werde es später nachfragen, wie genau das ausgesprochen wird. Das ist wohl Dialekt und ich kann es einfach nicht. Aber ich werde es später von der Anna, die sitzt da hinten, die kommt auch gleich noch zu mir und dann sprechen wir, wird sie mir das hoffentlich beibringen. Das ist eine vierköpfige Band unter der Leitung von Anna Tropperlehner. Die machen so einen Mix aus Jazz, Pop, R&B, Bossa und ganz vielem anderen. Und das ist ja auch ganz normal, dass wir immer musikalische Gäste haben, unter anderem Johanna Seitinger, das Duo Porte Fair war bei uns. Es war immer ganz wichtig, dass wir auch die Anbindung an die Kunstuni, weil wir ja auch alle Kunstuni-Studierende sind, auch haben. Und deswegen haben wir jetzt heute auch eine größere Band, weil sonst waren es immer sehr kleine Ensembles und heute, weil wir ja auch heute jetzt sehr groß sind, also räumlich groß, haben wir auch ein größeres Ensemble heute da. Ja, und ich würde sagen, so viel zur Ankündigung und wir sagen einmal herzlich willkommen bei Auf ein Glas mit Pia Hirziger. Ja, Pierre, du hast dir ja Bier ausgesucht als Getränk. Ja, wir trinken hier immer den Druck, wenn wir das. Danke. Ah ja, mach mal auf. Wir trinken hier immer den Lieblingsalkohol vom Gast. Du hast dir Bier ausgesucht. Wie ja. kommst du zu der Entscheidung? Ich mag jeden Alkohol gern eigentlich. Und ich habe mir gedacht, wahrscheinlich wird es heiß auf der Probebühne Haus 2. Und da ist Bier besser als Rotwein. Und ihr habt gesagt, ihr wollt halt schon wieder Sekt trinken. Ja, das stimmt. Und Champagner habe ich mir nicht traut. Ja. Aber du hättest dir auch irgend so einen Cocktail wählen können oder so. Nein, das ist mir zu süß, da bin ich gleich angesoffen. Ja, wir hatten ja beim letzten Mal Cocktail und da hat sich eh gezeigt, dass, also wir hatten Negroni, aber wir haben es nicht so richtig mit der Mischung rausgehabt. Naja, Bier ist auf jeden Fall top, freut mich persönlich auch sehr. Den Aaron auch, glaube ich. Ja, Gott wobei es noch nicht so gut, ich habe eigentlich mal gekellnert, aber das sieht es noch nicht, guck mal Max, das kriegst du nicht, nehme ich. Das sieht jetzt nicht so gut aus mit dem Schaumverhältnis, ne? Aber wie warten muss das sein? Naja, ein bisschen weniger Schaum eigentlich. Ich setze mich jetzt auch mal hin zu euch. Okay, hast du den Öffner? Ja, ich hab den Öffner. Pia. Ja. Hast du den Oscar heute gesehen, die Oscar-Verleihung gestern gesehen? Ja. Nein, aber ich habe in der Früh gehört, wer was gewonnen hat. Und willst du auch einen gewinnen? Ob ich einen gewinnen will? Ja. Nein, natürlich nicht, ja, sicher. Und, aber es wird nicht dazu kommen, also es wäre jetzt irgendwie blöd, wenn ich sagen würde, ich muss unbedingt einen Oscar gewinnen. Es wäre so ein Lebenstraum. Da kann ich mich gleich umbringen. Und was würdest du bei der Rede sagen? Bei der Rede? Ja, was gerade wichtig ist, wahrscheinlich irgendwas Gescheites zum Klima. Und also wie der Leo. Wie der DiCaprio. Leo? Leonardo DiCaprio. Achso, der Leo, ja, ja. Yeah. Ich dachte so unter Kollegen. Ja, ja. Normalerweise schreibe ich ihm die Reden, aber diesmal nicht. Ja. Aber du würdest niemanden in die Fresse hauen, oder? Nein, also das würde ich sicher nicht machen. Also ich habe wirklich seit meinem, glaube ich, 10. Lebensjahr niemanden mehr gehaut. Aber in deinem 10. Lebensjahr schon? Ja, und da habe ich jemanden so festgehaut, dass ich dann gefunden habe, das war jetzt nicht gut. Da haben wir vorgenommen an dem Tag, ich werde nie jemanden mehr hauen. Aber warum hast du ihn denn gehauen?
weil er wem anderen was weggenommen hat und kaputt gemacht hat. Und ich habe so Siedlungspolizei gespielt. Das war sehr peinlich. Und hast du ins Gesicht gehauen? Strafe muss sein. Ja, sehr unangenehm. Ja, aber gut. Eben. Und gab es dann Ärger von der Schule? Oder war es in der Schule? Nee, das war in der Siedlung, also dort, wo ich gewohnt habe. Und das war normal damals, dass wir eher gelobt waren, wenn man... Ja, okay. Wenn man für Recht und Ordnung gesorgt hat. Oh. Ja, aber wir können ja aus Strafe mal Belohnung machen und anstoßen. Ja, das finde ich gut. Ja. Also Schaum ist viel da auf jeden Schaum Fall. Schaum ist viel da. Super. Oh, vor allem, das ist nass hier. Adele, hast du auch? Ja, ich habe es gerade aufgemacht. Prost. Zum Wohl. Cheers. Zum Wohl. Cheers. Prost. Wir trinken für euch mit. Zum Wohl, Pierre. Schön, dass du da bist. Ja. Prost. Warum? Prost. 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 Tut mir leid, wenn jemand Durst hat. Ja, das tut uns auch leid, aber das ist halt so manchmal. Ja. Du sag mal, du hast gesagt, du hast in deiner Kindheit für Recht und Ordnung gesorgt. Wir haben dich jetzt gegoogelt auf Wikipedia und da stand, du bist in Graz geboren und aufgewachsen. Wir haben aber so gehört, dass du Kärntnerin bist, seist. Wo? Oder dein Vater kommt aus Kärnten, oder? Mhm. Wie ist das? Da wollten wir genau fragen, wie das aussieht. Kärnten? Nee. Ja, also mein Vater ist aus Kärnten, genau. Und ich war als Kind oft in den Sommerferien und in den Weihnachtsferien und in den Osterferien in Kärnten. Und gestern auch. Lohnt sich's? Nach Kärnten zu fahren? Ja, ja. Es kommt darauf an, was man will. Aber du bist dorthin gefahren, um einen Krimi zu schreiben, oder? Gestern nicht, aber sonst jetzt ab und zu, ja. Ja, den Landkrimi, den Weizmannsdank. Der spielt auch in Kärnten, oder? Der spielt in Kärnten. Und wenn es einen nächsten geben würde, würde er auch in Kärnten spielen. Gibt es einen? Gibt's einen nächsten? Könnte sein. Das hängt jetzt nicht so sehr von mir ab, sondern da gibt es so... Da habt ihr vielleicht einen Draht. Also es ist immer so, der ORF und das ZDF müssen gemeinsam sich auf was einigen. Also wenn ihr jemanden beim ZDF kennt, dann sagt sie... Was sagen wir? Ja, sie sollen jemanden einladen. War es gerade auf, dass wir ihn einladen hier in die Show? Ja, das gibt zum Beispiel. Und dann sagen, Pia war auch da. Und ja. Aber warum spielen die alle in Kärnten? Also weil da so viel, weil du für Recht und Ordnung dort gesorgt hast und da so viel los ist? Die glauben noch an mich. Ah, okay, ja. Also ich glaube, das war ein Missverständnis. Ich bin gefragt worden von einem Produzenten, ob ich den Kärnten-Krimi schreiben möchte und bin dann draufgekommen, dass er glaubt, ich bin Kärntnerin. Ah. Ja. Und es gibt auch einen Steirer-Krimi. Ein Graz-Krimi wäre auch mal gut. Das wäre total super. Und das war ein Test. Ja, wir können es einen anbieten. Ja. Nein, aber es gibt ja, das sind ja Bundesländer-Krimi. Es gibt nämlich das Konzept Stadtkomödie, das spielt dann immer in einer Stadt. Und der Land-Krimi spielt am Land. Und da ist man auch irgendwie so, nicht beauftragt, aber man soll irgendwie auch einmal eine schöne Landschaft einbauen. Damit die Touristen dann und Touristinnen natürlich nach Kärnten, Schleiermark und so kommen. Mhm. Macht Sinn. Weil die dann wissen, dass da für Recht und Ordnung gesorgt wird. Das wissen sie ja. Ah, okay. Ja, aber hier in Österreich gibt es ja den ORF 1 bis 3. Aber es gibt nicht so regionale Sender. Oder gibt es doch? Nein, es gibt nur die, wie heißt denn das, vor der ZIP gibt es ein, das ist in allen Bundesländern verschieden. Also ZIP ist Zeit im Bild. Und vorher ist eine halbe Stunde Information, ich weiß jetzt nicht, wie das heißt. Das weiß ich sicher. Servus TV gibt es auch. Servus TV, stimmt. Du, Pia, wir haben ja so ein bisschen recherchiert, ne? Das machen wir immer, bevor die Gäste kommen. Und so in jedem Interview, was du so gegeben hast, es sind ja einige, auch Talkshows, wirst du mal als erstes auf deinen Gesichtsausdruck angesprochen. Ja. Und dass sogar wir irgendwann genervt waren davon, dass alle über deinen Gesichtsausdruck reden. Nervt dich das nicht auch? Deswegen wollten wir es ansprechen. Ja. Nein, ich spreche total gern drüber. Ich bitte immer darum, dass die Frage gestellt wird. Also ist es eine Marketingstrategie? Genau. Okay. Damit ich immer dieselben Rollen kriege, weil ich kann nichts anderes spielen als krantig sein. Ja. Und deswegen ist mir das wichtig, dass das auch so bleibt. Das ist eine Marke, die musst du verteidigen. Also deine Agentin hat ja auch gesagt, nie lächeln. Genau. Ja. Ja. Deswegen haben wir deutsche Agentin, weil... Nein. Der kam gut an. Das sind vielleicht ein paar Deutsche im Publikum. Ja. aber sag mal, wie ist das denn? Jetzt habe ich kurz die Frage verloren. Genau, in der Branche. Die ist ja, also man kennt das ja so immer, so die Gerüchte und aus Hollywood und dann wird dir gesagt, du bist fett und du darfst nicht vor die Kamera oder so. Kann ja, so sind halt die Klischees. Da wollte ich nachfragen, allgemein, wie ist denn die österreichische Filmszene? Vielleicht kannst du uns ja mal einen kleinen Einblick geben. Ja.
Was würdet ihr gerne wissen? Die dreckigen Flecken, natürlich. Wo ist es nicht so schön? Wo kann man vielleicht mal nachhelfen? Was sollte besser werden? Naja, was sollte besser werden? Ich glaube, was ein Problem ist, ist, dass es ein paar Schauspieler und Schauspielerinnen gibt, die immer drankommen. Und die in jedem Film... Nein, das habe ich runtergekommen. Ach so, ich dachte, Schauspielhaus fällt zusammen. Nee. auch weil sie gut sind und wenn man sich auf sie verlässt, also ein Film oder ein Fernsehen kostet ja meistens ziemlich viel Geld, da kann man halt ausprobieren, ob das funktioniert mit dem oder der. Hm. Und zum Proben ist oft wenig Zeit und deswegen nimmt man dann immer die Verlässlichsten. Aber das ist ja gut für dich, weil du bist ja eine davon. Nein, also ich zähle mich nicht selber dazu. Nee. Mehr Aufträge? Na, mehr schon, ja. Zum Beispiel dieses Jahr habe ich bis jetzt, was haben wir jetzt? Jetzt ist März. 22. Ja. Also, ja, 22 hätte ich gesagt. Ja. Ach so, Monat. Na, aber März habe ich jetzt noch nichts gedreht und habe noch nicht sicher irgendwie. Ja. Also, es gibt so vage Dinge. Ja, wie du sagst, du bist nicht dabei gerade. Weil, also wenn ich mir den Wikipedia-Artikel durchlese, dann geht es klar, 2004 ging es los mit Nacktschnecken, das war so deine Art Durchbruch, denke ich mir, so habe ich es herausentdeckt. Naja, auf jeden Fall, aber in den letzten 10 Jahren waren echt einige Filme dabei. Und du drehst ja auch ganz oft mit Marie Kreuzer. Ja. Und mit dem Klarbocker. Ja, mit dem kann ich leider nicht mehr drehen. Aber das war ja immer Nacktschnecken und so, das war ja der große Start dadurch, oder? Genau, das war irgendwie, Michi Ostrowski hat ein Drehbuch geschrieben und hat dann gesagt, ich soll es lesen, weil da ist eine Rolle für mich drinnen. Und ich war, das habe ich gerade schon im gleichen Wortlaut schon mal erzählt, aber vielleicht kennen Sie es noch nicht. Wer ist Michi Ostrowski? Michi Ostrowski ist ein Schauspieler. Der war auch immer beim Theater im Bahnhof. Der hat auch immer mitgedreht bei den... Der hat das Drehbuch zu Nacktschnecken geschrieben und mit dem Michi Klawocker zusammen das Drehbuch für... Contact High und Hotel Rock'n'Roll. Und jetzt bei der Diagonale kommt der Onkel, das hat er mit dem Helmut Köpping geschrieben. Ja. Und also du arbeitest viel mit Freunden zusammen, auch mit Familie, zum Beispiel mit deiner Schwester, die im Theater im Bahnhof auch arbeitet, mit dem du ja auch arbeitest. Jetzt haben wir jetzt alles übersprungen, gar nicht nach Plan, aber jetzt darfst du einmal hier in diese Kamera schauen, weil deine Schwester hat ein paar Worte für dich vorbereitet. Und dann kannst du hören, was sie erzählt. Ich muss in die Kamera schauen. Ja, hallo. Ich soll etwas über meine kleine Schwester Pia erzählen. Oh mein Gott. Und ich habe mir gedacht, ich erzähle, was sie von unseren Großmüttern hat. Wir haben eine Großmutter in Kärnten gehabt und ich glaube, von der hat sie ihre Gerechtigkeit, also ihren Gerechtigkeitssinn. Nicht, dass unsere Großmutter so gerecht war, die war extrem ungerecht und hat zum Beispiel unserem Cousin immer 2 Grießknödel in die Suppe gegeben und uns allen nur einen. Also den ganzen Mädchen, den ganzen Enkelinnen und unserem kleinen Cousin, aber der war auch nicht so viel wert wie unser großer Cousin. Ich glaube, seit damals ist die Pia extrem gerecht. Und von unserer Grazer Großmutter... Die war so eine Bilderbuch-Großmutter, so mit in der Früh im Bett Grimms Märchen vorlesen und durch den Wald gehen, alle Blumen erklären, alle Tiere erklären, alle Bäume erklären, Himbeeren pflücken, Schwarzbeeren pflücken, so richtige Großmutter, wie sie im Buch steht. Und von der hat die Pia, dass sie ein GRK-Fan ist, weil diese Oma in Graz war GRK-Fan. Und das, was auch noch ist und worum ich die Pia wirklich beneide, ist, dass sie von unserer Grazer Großmutter manchmal träumt. Das tue ich nie. Stimmt. Ja, das war's. Ja. Das war von deiner Schwester Johanna. Ich habe sie erkannt, ja. Ja. Ich habe nur eine Schwester, deswegen das gleich zuordnen können. Ja, hat sie recht mit dem, was sie sagt, mit den Knödeln? Und ja, also ist mit den Knödeln, das kann ich mir gar nicht erinnern. Ich kann mich erinnern, dass der große Cousin immer ein Buch zu Ostern bekommen hat und wir alle nur Süßigkeiten und Socken. Wobei ich immer blaue Socken bekommen habe. Die Buben haben blaue bekommen, die Mädchen haben rosa bekommen, ich habe blaue bekommen, weil sie gefunden hat, dass ich ein Bub hätte werden sollen. Das okay. Aber ja, das wäre jetzt ausufernd. Aber du bist immer noch GRK-Fan? Ja. Also gegen Sturm?
ja, also ich bin jetzt nicht böse auf Sturm. Ich finde, also es ist ein bisschen lächerlich, diese, also so die andere Mannschaft zu hassen. Ich war auch jahrelang mit einem Sturmfan zusammen und bin jedes Wochenende auf den Fußballplatz gegangen, einmal zum GAK, einmal zum Sturm. Mhm. Und es ist auch gegangen. Aber warum wird man also GAK-Fan? Weil oder Sturm-Fan, weil sind ja beide jetzt nicht so gut. Wie ich klein war, hat es noch kein Fernsehen gegeben, nur Live-Fußball. Und dann, nein, es war einfach, einer aus meiner Klasse hat mich gefragt, bist du GAK oder Sturm? Und nachdem ich GAK schon mal gehört habe, weil meine Großmutter dort Leichtathletik und Handball gemacht hat und mir das erzählt hat, habe ich dann gesagt, ja, dann bin ich halt GAK. Ich habe nicht gewusst, was auf mich zukommt. Und dann hast du ihm in die Fresse gehauen. Nee, dem nicht. Der war größer als ich. Okay, ja. Und deine Schwester, ist deine große Schwester, ist so eine typische große Schwester? Ja. Aber ihr habt ein gutes Verhältnis? Mhm, weil sie eine gute große Schwester ist. Ja, eine gute Schwester seid. Magst du so ein bisschen erzählen, wie du aufgewachsen bist in Graz? Ah, voll bürgerlich. Also ich bin im Rehgrün aufgewachsen, dort zur Schule gegangen. Ich habe eine große Schwester. Das ist ein ziemliches Glück, dass wir keinen Bruder hatten, weil so war das immer so, es war kein Mädchen tun das und Buben tun das, sondern wir tun beide alles. Und ich bin in Graz ins Gymnasium gegangen und ich war nicht so gut im Gymnasium, aber auch nicht so schlecht. Hast du deswegen mit Theater angefangen? Wegen der Schule? Weil na, du nicht so gut na, ich war eher deswegen schlecht, weil ich schon angefangen habe, Theater zu spielen, glaube ich. Es hat mich viel mehr interessiert. Ich war ganz oft da, also ich war mit 12, nicht hier in dieser Bühne, sondern unten. Mit Julie oder so? Ja, genau. Mit der Julie. Das haben wir gehört, dass ihr richtige Fangirls wart. Ja, ja. Unten auf in Haus 1? Oder? Ja, genau. Ah, zum Zuschauen? Genau. Oder als Lichtdubel. Als Lichtdubel oder wir haben einmal den ganzen Sommer verbracht, bei irgendwelchen Proben zuzuschauen. Wie würdest du sagen, hat sich das Schauspielhaus Graz seitdem entwickelt? Ich glaube, die Lichtproben sind besser geworden. Hätten die früher so eine Talkshow hier auftreten lassen? Ja, das glaube ich schon. Also ich war jetzt nicht immer ganz nah dabei, aber natürlich ist es weniger verstaubt, aber damals hat es auch aus dem Theater im Keller nicht so viel Off-Bühnen gegeben. Also es war irgendwie anders. Aber es war gut, dass es das gegeben hat, weil sonst hätte ich nicht so, also so viel Theater schauen können. Aber trotzdem hast du dich dann entschieden, bei Theater im Bahnhof zu arbeiten, zu spielen. Du hättest ja auch sagen können, mein großes Ziel ist hier an diesem Haus. Ja, die hätten mich nicht genommen, weil ich habe ja keine Schauspielschule. Also das Zert im Bahnhof war da nicht so genau. Das ist ja eh eine interessante Konstellation, das Theater am Bahnhof, weil ihr ja so irgendwie Weggefährten seid, die schon sehr lange irgendwie zusammenarbeiten und das anscheinend ja auch gehalten hat. Wie fühlt sich das an, wenn man jetzt noch mit denselben Leuten zusammenarbeitet wie vor 20 Jahren? Sehr charmant. Ich glaube, es sind schon mehr als 20 Jahre. Okay. Ja, es fühlt sich auch manchmal so an, als wären es 1000 Jahre. Und es ist ein bisschen wie eine Familie, wo man sich auch manchmal aus dem Weg geht. Aber dadurch, dass alle auch außerhalb Projekte machen und immer wieder was Neues reinbringen, funktioniert es nicht so schlecht. Und ich glaube, es ist wichtig, dass es auch Freiheiten gibt. Also, dass wir immer wieder woanders arbeiten. Und sonst wird man, glaube ich, so einen Lagerkoller bekommen. Aber ich mache gerade eine Produktion mit meiner Schwester und der Gabi Hitti und das ist sehr fein. Du hast mal auch mit deiner Schwester, weil wir gerade von ihr hatten, hast mal eine Produktion gemacht, da ging es um die Polizei. Habe ich das richtig gelesen? Stimmt. Ja. Hier, auf dieser Bühne. Auf dieser Bühne, ja. Hier. Also das hat die Monika Klängel, hat Regie gemacht und das war so eine Co-Produktion, Schauspielhaus und Theater im Bahnhof. Und habt ihr dann Polizei, ich frage über die Polizei, weil ich heute schon mal ein Polizeierlebnis hatte, deswegen beschäftigt mich das noch. Aber hast du dann Polizeirecherche gemacht oder hast du ein heikles Thema, skurriles Erlebnis mit der Polizei gehabt oder wie kamt ihr da drauf? Wie wir drauf gekommen sind, weiß ich nicht mehr. Keine Ahnung. Es hat uns interessiert, weil... Aber hast du kriminelle Energie? Ich bin so eine Schwitzerin. Ich habe einmal als Kind habe ich einen Ladendiebstahl begangen. Was Schieres habe ich, das muss ich nachher erzählen. Ich war, glaube ich, ein echt
unangenehmes Kind. Ich hab was mitgenommen im Geschäft und das wäre draufgekommen und wir haben dann aber alle, weil wir es nicht hatten, sondern eine von uns, die ist dann praktisch erwischt worden. Und wir haben nicht dann so wie Spartacus gesagt, ich bin auch schuld, sondern wir haben es einfach so belassen. Aber ich habe, aber noch schlimmer war mit dem Typen, der mich gefragt hat, ob ich GRK oder Sturm bin und mit noch einem aus meiner Volksschulklasse bin ich von der Schule nach Hause gegangen. Und da war so ein Kreuz mit einem Opferstock, das ist mitten am unteren Plattenweg gestanden. Den Opferstock gibt es zu Recht nicht mehr, weil wir den damals ausgeraubt haben. Also, da ist ausgeraubt? Ja, das, da konnte... Was gibt es da zu holen? Geld. Oder? Da haben Leute Geld reingeschmissen und das ist draufgestanden für arme Kinder. Und wir haben uns gedacht, no, bist du schlecht. Also, und wie viel war da drin? Ich habe keine Ahnung. Das ist keine Ahnung. Wahrscheinlich so 5 Schilling für jeden und jede. Und einer hat es eben seiner Mutter erzählt. Und dann kam die Polizei? Nö. Ah. Aber die kriminelle Energie. Ah. Ja. Also es ist immer wer draufkommen irgendwie, wenn ich irgendwas gemacht habe. Ja, deswegen ist meine kriminelle Energie früh gestutzt worden. Hm. Ja. Adele? Ja, ich bin da. Gut, dann gehen wir mal rüber an dich, ne? Passt ja schon oder sollen wir noch? Nee, passt. Okay. Also wir können gerne, also ich kann gerne weitermachen. Ich weiß nicht, ob ihr gesehen habt, dass ihr, als ihr reingekommen seid, da waren einerseits so Abendzettel und andererseits weiße Zettel. Und so jeder dritte Stuhl ungefähr hatte auch einen ganz schicken Stift vom Schauspielhaus. Diese weißen Zettel sind dazu da, dass ihr euch ganz aktiv beteiligen könnt. Und zwar, ihr könnt euch Fragen aufschreiben, die ihr an die Pia habt. Und das nächste Mal, wenn ich dann dran bin, dann werde ich die einsammeln. Und als kleine Motivation dazu, dass ihr auch alle fleißig mitmacht, es gibt auch was zu gewinnen. Also, denkt euch Fragen aus, je provokanter, desto besser. Und bei der nächsten Runde, wenn ich dann dran bin, werden diese Fragen eingesammelt. Und jetzt werde ich die Anna mal zu mir auf die Bühne bitten. Komm mal zu mir, Anna. Einen großen Applaus für Anna von Frauen. Hallo. Hallo. So, da für dich einmal das Handmikro. Und jetzt muss ich einmal meinen Zettel rausholen, um auch zu schauen, was ich da alles aufgeschrieben habe. Genau, du bist mit deiner Band... Wie wird sie ausgesprochen? Frauns. Frauns. Na, Frauns. Frauns. Yes, es muss ein bisschen leichte Aggressivität in sich haben. So, Frauns. Frauns. Ja, ist gut. Frauns, okay, das werde ich mir merken, wenn ich euch dann gleich ansage. Du schreibst ja deine Songs selber oder die Songs von eurem Ensemble. Wie läuft das so ab? Wie kann ich mir das vorstellen? Gute Frage. Es ist unterschiedlich tatsächlich. Ich bin noch nicht lange in dem Songschreiber-Business dabei, aber bis jetzt war es eigentlich meistens so, dass mich irgendwas Spezielles extrem interessiert, zum Beispiel eine Akkordfolge oder irgendeine Groove-Geschichte oder so. Mhm. Und dann ist das quasi der Kern des Songs und da herum baue ich alles. Aber so, keine Ahnung, Texte oder so sind nie ein Fokus für mich, das ist eher immer nebensächlich tatsächlich. Ich bin eher das Rundherum, das Ganze. Aber wie kommen dann die Texte dazu? Also die haben ja dann auch doch trotzdem irgendwie eine Aussage, oder? Genau, die Texte haben eine Aussage, aber vor allem haben sie eine rhythmische Aussage. Also sie sind vor allem auch für mich ein rhythmisches Element zusätzlich noch zum Musiker, also zum Klavier oder wo auch immer. Okay, also wie können wir uns das dann gleich vorstellen, wenn ihr dann euren ersten Song Hints spielt? Worauf müssen wir dann genau achten, wenn du dann anfängst zu singen, damit wir dann später auch gemeinsam eine Analyse machen können? Bitte nichts analysieren, das wird jetzt. Aber grundsätzlich, bitte nochmal die Frage. Also, inwiefern wir uns das dann vorstellen können, wenn der Song gleich läuft, worauf wir dann achten müssen? Ihr müsst darauf achten, dass wenn ich, also dass zum Beispiel bei Hints, Entschuldigung für den Titel, der finde ich extrem schlecht, aber das ist nebensächlich für mich, aber bei dem Song, da ist es so, dass ich mir gedacht habe, der Fokus soll quasi sein, der Groove am Anfang und dann eben danach
auch, dass quasi die Geige eingebracht wird, weil das mir voll wichtig ist. Und genau, also das... Da hattest du auch gesagt, die Geige, die ist ja auch bei euch oder bei dir speziell auch etwas Ungewöhnliches, dass die bei euch in der Combo mit dabei ist. Ja, voll, weil ich spiele Geigen und ich finde, ich sollte es auch da spielen, weil das einfach zu mir gehört, das ist ein Teil von mir. Und deswegen ist die Geige auch integriert bei uns. Und ja, es ist halt einfach sehr bunt, weil mich immer was anderes interessiert. Manchmal interessiert mich eben, keine Ahnung, ihr merkt es dann nachher, was mich alles interessiert. Ich würde sagen, dann schauen wir einfach mal, was dich alles interessiert. Dann gehst du jetzt da drüben auf die Bühne und ich sag euch dann an, wenn du drüben angekommen bist. Okay. Also, mach dich auf den Weg. Deine Kollegen sind auch auf dem Weg. Und ich würde dann sagen, Bühne frei für Frauen mit dem Song Hinz. Stell gleich einmal die Band vor. On the guitar, Derek Blanke. On the bass, Jakob Gönitzer. Und am Set, Drumset, Robin Kind. Wir müssen die Noten noch richten beim Derek. Kein Stress. Looking for hints to play the game right. Why am I so bad in catching the sight? Oh. Some other times they are exciting. However, I shouldn't stop and start crying. Looking for hints to play the game right. Why am I so bad in catching the sight? Oh. Some other times they are exciting. However, I shouldn't stop and start crying. How are waves crossing and how are humans passing? When do I know to start? When do I know to be a bird? And how are waves crossing and how are humans passing? When do I know to start? When do I know to be a bird? Changing the plan every week of your life. Getting opinions with a knife. Some other times they are exciting. However, I shouldn't stop and stop by. Yeah. How are waves crossing and how are humans passing? When do I know to start? When do I know to be a part? And how are waves crossing and how are humans passing? When do I know to start? When do I know to be a part? Thank you.
Monkey. And how are waves crossing? And how are humans passing? When do I know to start? When do I know to be a part? And how are waves crossing? And how are humans passing? When do I know to start? When do I know to be a part? And how are waves crossing? How are humans passing? When do I know to start? Danke sehr. Vielen Dank, das war wunderschön. Darauf stoßen wir gleich mal an. Ihr habt da auch bei euch Ihr habt überall Stehne. Bierflaschen, mehr oder weniger schlecht versteckt. Ja. Da könnt ihr gerne zum alle wohl, wegtrinken. Zum Wohl, Pia. Wir trinken ein bisschen schneller als du. Zum Wohl. Prost. Prost. Oh, shit. Prost. Prost, Adele. Prost, Max. Bis gleich. Prost, Publikum. Ja, so, Max. Mach mal weiter. Wir hatten es vorhin schon mal erwähnt, der Film Nacktschnecken von 2002, habt ihr den gedreht? Vier. Glaube ich. Nee, 2004 kam er raus und 2002 wurde gedreht. Das kam, hast und du 2003 irgendwie, auch noch, weil wir was nachdrehen mussten. Das hast du bei diesem einem Interview mit dem ORF-Mann gemacht, als ihr wandern wart. Da hast du das gesagt. Dass wir nachgedreht haben? Nee, dass ihr den 2002 gedreht habt. Ah, okay. Deswegen. Ja. Ne? Ja, ja. Aber egal, was ich fragen wollte, dass dieser Film war ja sozusagen dein, naja, was heißt Durchbruch, aber war auf jeden Fall ein Erfolg für dich und auch den Michael Ostrowski, den du vorhin schon erwähnt hattest. Bis dahin wart ihr am Theater am Bahnhof hier in Graz. Wie kam es dazu, dass ihr quasi dann von dem Michael Glawoga angefragt wurdet oder beauftragt oder engagiert wurdet, den Film mitzumachen? Der Michi Ostrowski hat das Drehbuch irgendwo eingereicht und hat nicht, also beim Wettbewerb und hat nicht gewonnen, aber in der Jury ist der Michi Glawoga gesessen. Ich glaube, so war es. Ich erzähle es auf jeden Fall immer so. Und dem hat das Buch gefallen und dann hat er den Michi Ostrowski kontaktiert und dann haben sie gemeinsam weitergearbeitet. Und dann hat der Michi Ostrowski gesagt, er hätte schon eine Besetzung und dann hat er uns halt alle vorgeschlagen. Und so war das. Der Michael Glawoga macht ja recht verrückte Komödien so. Sieht sehr bunt aus und aufregend. Und du hast viel mit ihm gedreht, du hast auch viel mit Marie Kreuzer gedreht, die ja jetzt nicht so, also schon ein sehr anderer Filmstil. Was drehst du lieber? Oder was sind so die Unterschiede da zu drehen? Ich glaube, was bei beiden war, ist, dass sie eigentlich den Spielern und Spielerinnen viel Freiheit lassen. Also es gibt ja so Regie, da musst du dich dann so hinstellen und darfst dich nicht bewegen und die Kamera ist wichtiger als alles andere. Und das finde ich sehr schwierig, auch wenn alles so ganz so ein Korsett ist. Das war bei Michi nicht so. Und bei der Marie ist das ganz im Gegenteil. Also die sagt immer, es darf niemand den Leute, also beim Proben darf niemand von der Technik irgendwie was beeinspruchen, sondern es muss immer alles möglich sein. Und was auch bei Michael habe ich nie irgendwie erlebt, dass er am Set eine Hierarchie wollte oder so. Es war immer alles sehr gleichberechtigt und bei der Marie ist das auch so. Und ich glaube, das ist total wichtig, weil nur so kann ein gutes Produkt entstehen, wenn alle das Gefühl haben, es ist auch ihr Film und nicht einer sagt, das ist jetzt meins und ihr müsst alles so machen, wie ich das im Kopf habe. Also ich fand es immer sehr angenehm. Ich habe nie Angst gehabt und das ist, ich glaube, viele erleben Dreh mit Angst. Kannst du dich noch an deinen ersten Drehtag erinnern bei Nacktschnecken? Nicht wirklich. Also ich kann mich natürlich an den Dreh erinnern, aber speziell an den ersten Drehtag. Wahrscheinlich war es so was wie, ich gehe aus der Tür oder so, also mal ohne Text, weil das ist immer sehr angenehm, wenn man am Anfang einfach nur sein, also sich bewegen darf oder so. Das macht man eigentlich immer, also auch jetzt noch, bin ich immer froh, wenn es am ersten Tag noch so unkomplizierte Sachen gibt.
Du bist nicht nur Schauspielerin, sondern du schreibst selbst, du führst auch Regie, moderierst sehr viel. Darüber sprechen wir später vielleicht nochmal. Aber das sind ja alles Berufe, wo man auch viel mit Druck umgehen muss. Also die Aufregung davor oder also das ist viel Druck. Einfach, wie gehst du damit um? Oder würdest du sagen, es gibt viel Druck? Ja, Drogen. Schwere Druck. Also schwere, welche? Na, also ich finde, dass es nämlich schwieriger wird mit dem Druck. Ich glaube, dass ich früher irgendwie so leichter war, also und nicht so exponiert, weil beim Moderieren, das habe ich erst so, so vor 15 Jahren ungefähr angefangen, und da bist du immer so allein. Das ist schon viel Druck. Ich bin heute total froh, dass ich nur Antworten geben muss. Und beim Drehen hat es, glaube ich, den Grund, dass der Druck zunimmt, dass man weniger Zeit hat. Also es werden immer weniger Drehtage, immer mehr, es kostet alles immer mehr. Und man hat immer das Gefühl, wenn ich jetzt den Text verscheiße und die Szene wiederholt werden muss, dann geht die Zeit irgendwo anders ab. Und das, finde ich, macht den Druck höher. Und würdest du sagen, du hast auch den Druck, weil du jetzt mittlerweile ein gewisses Standing hast sozusagen und sagst, okay, dadurch ist der Druck, du musst wieder was Gutes liefern sozusagen? Dass du früher unbedachter sozusagen an die Dinge rangegangen bist? Ja, ich bin eigentlich eh nie zufrieden mit dem, was ich mache. Deswegen war das früher, glaube ich, auch so. Aber es kann schon sein, ja. Also am Anfang denkst du, ich habe noch so ein bisschen die Narrenfreiheit, aber das geht halt jetzt nicht mehr. Jetzt muss ich irgendwie funktionieren. Gab es mal so ein Erlebnis, wo du so richtig gescheitert bist? Ja. Magst du es erzählen? Ich nenne keinen Namen. Es war einfach... Es ist gar nicht so lange her, es war einfach ein Drehtag, wo ich das Gefühl habe, ich kann überhaupt nicht das liefern, was die Regie will. Und die Person, mit der ich die Szene gehabt habe, möchte gern eigentlich schon zum Flieger nach Hause. Es war einfach so ein Druck, dass wir die Szene dann nochmal gedreht haben später. Da war der Druck dann noch größer. Ich wollte noch fragen, ob das so eine Art... Nachdreh dann war und die Szene war so wichtig, dass sie ohne den Film irgendwie, der Film ohne sie nicht ausgekommen wäre. Aber es ist eigentlich eine totale Billo-Frage. Nein, die Szene war schon wichtig, aber ja, okay. Sie war auch nicht beim ersten Mal, es war nicht nichts okay. Da, sondern es waren irgendwelche Einstellungen nicht da, die halt ja, angeblich wichtig waren. Aber ja. Das ja, was darf ich noch eine Frage? Ja, sicher. Aber wie äußert sich das? Also wirst du dann eher ganz ruhig oder ärgerst du dich richtig und fluchst dann so oder schimpfst die Leute an oder? Nein, ich schimpfe immer mich an. Ah ja, schimpfst du nie andere Leute an? Nein, leider nicht. Ich bin zu höflich. Ich krieg dafür Magenweh. Aber vielleicht, weil du dich selbst anschimpfst, kriegst du Magenweh. Ja, genau. Ich ärgere mich so und lasse es nicht raus, sondern bleib ganz ruhig und höflich. Bin immer freundlich, beantworte jede Frage. Und immer. Ja, immer. Immer. Also innen kocht es aber schon. Aber meinst du, die anderen kriegen das mit, wenn es innen kocht? Mhm. Nein. Das ist dein Pokerface, ne? Genau. Ja. Das ist die Marketingstrategie. Ja. Aber auch so bei ganz nahen Menschen nie Ausbruch? Ach so, doch. Da schon. Die sind echt arm, weil die müssen also die kriegen dann alles ab? Ja, wobei ich schreie dann nicht. Ich bin eher dann so grantig. Also es ist selten, dass ich schreie, glaube ich. Nimmst du Schimpfwörter? Ja, beim Autofahren, wobei ich sehr wenig Auto fahre, und im Zug ist es irgendwie blöd. Laut. Ja, schon. Also schon. Aber jetzt auch nicht mehr so viele. Aber wenn irgendwas runterfällt oder so, doch. Fluchen schon. Aber wie gehst du, das würde mich auch noch interessieren, wie gehst du jetzt in der Arbeit beim Film oder Theater oder sonst wo, wenn du mit Leuten zusammenarbeiten musst, die dir so Energie ziehen, wo du merkst, da kommt irgendwie keine gute Zusammenarbeit irgendwie zustande, weil es nicht stimmt irgendwie charakterlich oder persönlich. Wie gehst du damit um? Es kommt ein bisschen darauf an. Also zum Beispiel mit Kindern drehen kann total anstrengend sein, nur wirf ich ihnen das nicht vor, weil die sind meistens nicht einmal ordentlich gefragt worden, ob sie das machen wollen. Das kann Energie ziehen, aber deswegen sage ich nicht, blödes Kind, mach das nicht. Und es gibt auch Leute, die selber unsicher sind und deswegen Energie ziehen. Da habe ich ja das Gefühl, da muss man ihnen eher helfen. Aber
eher unterschiedlich. Wenn ich das Gefühl habe, es nützt was, wenn ich sage, dass das jetzt nichts bringt, dass alle rumschreien, sondern dass man vielleicht nochmal probieren soll, dann sage ich was und manchmal sage ich auch nichts. Es kommt auch auf die Tagesverfassung an. Hormone, ob ich was gegessen habe. Das sind so Sachen. Hast du oft das Gefühl, in solchen Situationen nicht gehört zu werden? Oder bist du so jemand, der sich durchsetzt? Doch, ich glaube, wenn ich es sage, werde ich schon gehört. Aber ich manchmal traue ich es mich nicht zu sagen. Und in den anderen Umfeldern, also im Theater im Bahnhof, kann man solche Sachen sagen. Und dann wird man auch gehört, wenn man sich eh schon so lange kennt. Vielleicht denken sie sich dann, die schon wieder. Aber ja, sehr unterschiedlich, glaube ich. Hm. Aber du... Darf ich? Ja, sicher. Ja. Bitte. Aber du hast zwar keine Ausbrüche oder so, aber wir haben gehört, dass du einen sehr schwarzen Humor hast. Du hast mal, ich glaube, das ist tatsächlich hier im Schauspielhaus, das hieß Österreich, wir müssen reden, an einem Frauentag, hast du einen Witz erzählt. Ja. Kannst du dich an den noch erinnern? Nein. Oh, schade. Keine Ahnung. Nee, leider wirklich nicht. Ah, schade. Weil der soll wirklich... Der soll sehr gut gewesen sein. Ja. Aber ich habe das Gefühl, du kannst dich noch dran erinnern. Der hatte viel mit Frauentag zu tun. Aber haben die Leute gelacht, oder? Ja, teilweise. Ja. Oder geweint? Na, teilweise waren sie, glaube ich, völlig entsetzt. Ja, weil, das haben wir gehört. Für mich war das so eine Befreiung, weil das ja alles so ernst ist. Und ich bin, also ich glaube, dass es ganz wichtig ist, über Feminismus zu reden. Und es ist ganz wichtig, für Gleichberechtigung zu kämpfen. Aber ich muss manchmal auch Witze drüber machen können. Und auch mal einen Frauenwitz. Ja, ja. Ja, weil das darf ich ja, weil ich eine Frau bin. Ja. Also über mich selber darf ich ja Witze machen. Finde ich. Ja. Und bist du da mit dieser Haltung schon mal angeeckt? Na, auch bei anderen Frauen zum Beispiel, oder? Die weiß ich nicht. Also es war dann schon jemand, die hat mich dann gefragt, warum ich also es war eine, glaube ich, von den Gästen. Also irgendwie hinter der Bühne hat mich jemand gefragt, warum ich so schiere Witze erzähle. Und ich habe so irgendwas von Ventil und ein bisschen provozieren gesagt. Und sonst sagt er dann, es sagen dir die Leute ja so selten was ins Gesicht. Gott sei Dank, sie müssen nicht damit anfangen. Aber hattest du zum Beispiel geplant, dass du diesen Witz erzählst? Oder ja. War das so? Ah, war geplant. Das war geplant. Also ja. Das war so, ich habe es bei der Probe erzählt und dann hat irgendjemand gesagt, das könntest du eigentlich dann also am echten Frauentag auch erzählen. Und weil er bei der Probe so gut angekommen ist, bei der Technik und bei den Kollegen, habe ich gedacht, ist wieder gut angekommen. Ja. Es war so ein Raunen. So in Deutschland, es gibt in Deutschland ein anderes Raunen. Das ist dieses oh, 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 oh. Als in Österreich. Ja, okay. Und es war aber dieses, also wir lernen ja langsam über RTL und so diese deutschen Reaktionen. Es war eher so ein RTL-Raunen. Oh, 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 oh. Und wie ist es in Österreich? Oh. So ähnlich wie Franz. So ein bisschen. Wie ist es? Franz. Franz. Oder? Stimmt's? Franz? Franz. Ja. Ja. Guckst du viel RTL? Nein. Was ist das? Nein, ich schaue wenig fern eigentlich. Nachrichten, Fußball. Ja. Aber, ja. Sorry, muss ich jetzt irgendwie. Nee, ja. Wenn du Fußball schaust, hast du so einen Verein außer GAK? Das macht Max ganz unzufrieden. Was ich so schaue? Na, wenn du, oder schaust du einfach Fußball so aus Entspannung oder schaust, ja. Denkst du dir, okay, heute spielt Bayern und das schaue ich mir an, weil ich will, dass die gewinnen? Ich schaue es mir an, aber nicht, weil ich will, dass sie gewinnen. Ja. Also Bayern? Na, ja, okay. Bayern schaue ich schon, aber ich bin kein Bayern-Fan. Also es gibt aber Mannschaften, ja früher war es mal Werder Bremen, weil der Junusovic dort gespielt hat, der früher beim GAK gespielt hat und jetzt bei Salzburg, aber jetzt keinen Vertrag mehr hat. sonst Arsenal ist ein Verein. Hm. Ah, okay. Arsenal schaue ich, also für den würde ich halten, aber es ist mir eigentlich mittlerweile relativ viel wurscht. Ich gehe auch viel, wenn ich wo auf Urlaub bin, dann Fußballmatches anschauen. Einfach verreist du viel? Ja, schon. Also wenn es geht schon. Ja. Ja. Welcher Urlaubstyp bist du? Also es gibt ja Leute, die fahren lieber in die Berge, manche liegen lieber am Strand in Ägypten,
manche schauen sich Städte an. Unterschiedlich, also aber bei, also Strand und Berge eher nicht, also schon Städte, aber mehr so rumfahren, weil ich fahre auch zum Schreiben wohin. Hm. Da bin ich dann an einem Ort und schreibe halt dann 10 Tage oder 2 Wochen. Gehst du gerne campen? Na, nicht mehr. Das ist nicht die, das ist jetzt die wunderbare Überleitung. Jetzt werden sehr wir gut, die Home Story. Dankeschön. Jetzt werden wir die Home Story von Adele sehen. Ihr habt euch schon mal hier im Park getroffen. Mhm. Und was kann man noch dazu sagen? Ihr wart campen. Mhm. Hallo, liebe Naturfreunde. Es ist mal wieder soweit. Eine neue Home Story und diesmal mit Pia Hitziger. Der Frühling ist da. Ich muss jetzt unbedingt raus in die Natur eine Runde campen, um den Frühling zu begrüßen. Und heute frage ich, ob Pia mit mir zusammen zeltet. Hallo, Pia. Servus. Bist du bereit zum Zelten? Nicht wirklich. Kein Problem, ich habe alles dabei. Kuchen, extra gebacken, ja. Auch schon ein Stück gegessen, weil ich Hunger hatte. Ist gut. Ja. Ein Schlafsack für dich, damit du nicht frierst. Das ist sehr freundlich. Ja. Und, ganz wichtig, Bier. Ah, okay. Das trinke ich dann zum Einschlafen, okay? Okay, ja. Okay, aber ich habe einen Tee, weil es kalt ist. Mm. Magst du Tee? Nee, danke, ich habe ja Bier. Also. Kalten Tee? Ja. Hopfentee, ja. Dann brauche ich aber das nicht. Prost. Prost. Auf eine erfolgreiche Nacht. Ja, ja, das ist. Genau, das muss ich ausrollen. Ah, so. Das kommt hinein? Genau, das kommt. Das ist jetzt das Zelt, das ist eigentlich fertig. Ja, aber ich habe das Gefühl, es ist ein bisschen eng hier. Also vielleicht. Ja, für die Nacht ist vielleicht scheiße. Ach, das ist, du hast recht, okay. Ja, wie sind denn so deine Camping-Erfahrungen? Was sind meine Camping-Erfahrungen? Ich habe als Kind mal gecampt, das war super, aber das war nur deswegen, weil im Wochenendhaus zu wenig Platz war. Aber wie fühlst du dich jetzt damit, dass wir hier heute Nacht schlafen? Ja, ich habe nur Angst vor Kälte, also vor sonst nichts. Ja, wenn du so Angst vor der Kälte hast, dann würde ich vorschlagen, dass wir den Kuchen drin lassen, im Zelt. Das ist super. Okay, dann machen wir das. Ganz rein oder? Ja, ganz rein, oder? Das ist schön. Okay. Pia, wie ist denn das für dich so, in der Öffentlichkeit zu stehen und hier so im Volksgarten jetzt zu schlafen? Weil du bist ja schon berühmt auch in Graz. Weltberühmt in Graz. Aber wie ist das? Wirst du auf der Straße angesprochen? Manchmal. Wie reagierst du? Eigentlich meistens, also man freut sich meistens, also ich freue mich meistens. Mhm. Manchmal ist es ein bisschen blöd, weil wenn man es eilig hat oder so. Aber es ist jetzt nicht dauernd und deswegen ist es immer nett. Hm. Lecker. Sehr lecker. Ich muss sagen, da muss ich mich selber loben. Das ist gut gebacken. Ja, keine Ahnung. Ich gehe schon gern so spazieren und so. Aber ich bin jetzt nicht, ich kenne mich nicht besonders gut aus. Aber was mit dem Alter tatsächlich kommt, ist, dass man so Blumen sieht irgendwo in der Natur und sagt, ah, so eine schöne Blume. Das habe ich mir früher nicht vorstellen können. Mhm. Und mich interessieren jetzt auch die Namen von Bäumen, aber ich kann sie nicht alle. Der heißt Fichte, der ist einfach. Ah ja, Weihnachtsbaum. Das sind die mit dem Borkenkäfer. Ah, ja. Oh, das ist krass. Und der Vogel heißt Ente. Ah, das sind Enten. Beides, ja. Die mit den grünen und die mit den braunen Köpfen, beides Enten. Und die an der Leine, die Tiere, ja, sind Hunde. Das ist ja der Hammer. Ja, also gut, dass wir uns treffen. Ich bin schon naturverbunden. Ja, ja, ich merk's. Das ist ja wirklich gut. Und ja, die da so rum, und das, was da so rumläuft, was ist das? Was sind das für Tiere? Die das anderen? Große? Ja, das Große, was da läuft. Mit der Kleidung? Ja, genau. Das dürften Menschen sein. Pia, Campen mit dir macht richtig Spaß. Aber jetzt bin ich müde.
Gute Nacht. Adele, du hast echt einen kompletten Schuss. Ja, Adele hat es ja schon angesprochen, oder ihr habt schon darüber gesprochen, dass du auf der Straße erkannt wirst, aber nicht nur du, sondern auch dein Lebensgefährte Josef Hader sicherlich. Wir haben gehört, er ist sehr bekannt, wir sind Deutsche, wir kannten ihn nicht davor, aber jetzt kennen wir ihn. Wie ist das so? Fahrt ihr deswegen ins Ausland viel? Genau. Nur deswegen. Wie das so ist? Naja. Naja, aber könnt ihr so ausgehen, ohne jetzt die ganze Zeit angesprochen zu werden? Es ist nicht die ganze Zeit. Es ist manchmal, wenn man im Fernsehen war, dann passiert's. Also dann haben die Leute das Gefühl, du warst gestern im Wohnzimmer, deswegen bist du Bekannter der Familie. Und manchmal eigentlich auf Urlaub, weil die Leute sich dann freuen, dass sie jemanden aus Österreich kennen zum Beispiel. Und dann isst man irgendwo in Kroatien am Fischlokal und dann kommen Leute und sagen: Ich will nicht stören, darf ich mich kurz dazusetzen? Und dann sitzen sie da und erzählen was und dann gehen sie auch wieder. Sehr also, schön. Es ist eben meistens total schön, ja. Also sonst kann man sich ja auch verstecken. Wie gehst du mit solchen Situationen um? Sagst du immer ja oder sagst auch manchmal? Nein, natürlich nicht, weil ich bin ja höflich. Okay. Ihr habt es ja sehr lange geheim gehalten. Wie ist es denn rausgekommen eigentlich? Naja, der Sinn der Geheimhaltung ist, dass du nicht drüber reden musst. Und vor allem, du möchtest ja nicht drüber reden, wenn es dann nicht, also wenn dann gefragt wird, und wie geht's ihrem Lebensgefährten? Und du musst dann sagen, na, wir sind ja gar nicht mehr zusammen oder so irgendwas. Deswegen redet man am besten gar nicht drüber. Und wie ist es rausgekommen? Ich weiß es gar nicht mehr. Irgendwann wirst du unvorsichtig. Und aber dann konntet ihr auch gar nicht so auf Events oder so. Also wenn du eine Premiere hattest, konntest du nicht mit ihm oder schon? Doch, aber es ist immer so, man kann sich dann vor einer Seitenblicke-Kamera die Kleider vom Leib reißen und küssen oder man kann einfach ganz normal tun und mit niemandem jetzt Beziehungsthemen besprechen, dann ist es recht wurscht. Ja. Bist du gern auf dem roten Teppich? Nicht wirklich, ne. Warum nicht? Weil es so, also es gehört natürlich manchmal dazu zur Arbeit und ich mag die Idee, dass es das gibt, schon manchmal, aber eigentlich fühle ich mich immer unwohl. Ich fühle mich viel wohler beim Arbeiten eigentlich. Aber es ist halt so eine Sache, die man halt mitmacht. Und erlebst du persönlich jetzt deine Karriere und hast du so eine Art Erfolgsdruck, wo du dich auch zwingst jetzt gewisse, dich zum Beispiel körperlich fit zu halten, weil du weiterhin als Schauspielerin gefragt werden willst oder dass du irgendwie so auf irgendwelche Galen gehen musst, obwohl du es gar nicht möchtest, nur um Connection zu machen? Das kann ich gar nicht. Also das kann ich sehr schlecht. Was mache ich? Naja, so gewisse Sachen, ich weiß nicht, was macht. Ich glaube schon prinzipiell, wenn man sich auf eine Bühne setzt oder stellt oder vor eine Kamera, dann ist man schon eitel. Also ich schaue schon, dass ich nicht völlig vergrinde. Aber es ist. Du hast das vorher gesagt, wie war die Frage? Ich bin schon betrunken. Ob du wirklich, du trinkst so langsam. Ja, die ganze Zeit aufgefallen. Achso, ich dachte, du fühlst die ganze Zeit nach. Nein, nein. Ah, okay. Weil ich betrunken bin. Aber ich werde. Ja. Weil, aber ich wundere mich schon, dass du so langsam trinkst. Ja, ich bin ein bisschen aufgeregt. Ja. Nein, was ich fragen wollte, ist Teil der Branche sind ja auch manchmal so Sachen, die man eigentlich nicht gerne macht. Wie Leute anreden, irgendwie so Smalltalk zu machen. Achso, nein, das meine ich nicht. Aber wie gehst du damit um? Das meine ich. Ich weiß, also am Anfang denkst du immer, das musst du machen und dann kommst du irgendwann drauf, dass du ganz schlecht bist und alles falsch machst, wenn du es machst, deswegen besser nicht machen, glaube ich. Und ich finde, es gibt so viele Sachen, die ich schon absagen musste, weil ich im Theater was gehabt habe oder so irgendwie und es ist dann halt was anderes gekommen. Also es gibt eh nicht nur das Einzige, wie es richtig geht.
Und jetzt habe ich seit ungefähr 4-5 Jahren eine Agentin und das ist wirklich angenehm, weil die viel abfangen kann von dem, was ich sonst machen müsste, vor allem eben in Deutschland, weil ich mich da ja nicht ausgehe. Ihr kennt uns nicht, wir kennen euch nicht. Ja, jetzt mittlerweile kennen wir euch schon so ein bisschen. Ja. Deswegen machen wir es. Deswegen machen wir die Show, um ein bisschen kennenzulernen, aber wir sind noch ganz am Anfang. Aber ich muss zum Beispiel nicht auf jede... es gibt so Pflichttermine, so Filmpreis und Romy-Gala, wobei das sehr unterschiedliche Veranstaltungen sind, die man eigentlich nicht in einen Topf werfen sollte. Aber man muss da nicht hingehen, wenn man nicht jetzt beruflich hingehen muss. Also wenn du nicht einen Preis kriegst oder eine Laudatio hältst oder so, musst du eigentlich nicht hingehen. Und anfangs dachte ich, man muss da zu solchen Ereignissen immer hingehen. Du hast gerade den Unterschied, also das mit dem Deutschland-Österreich-Ding, ich meine, das merken wir natürlich auch hier, dass wir im anderen Land sind. Woran? Allein an der Sprache, dass ich nicht alles verstehe, wenn die da auf Steirisch reden. Was nervt dich an Deutschland? Was mich in Deutschland nervt? Meine Mutter ist in Deutschland aufgewachsen, mein Onkel lebt in Berlin. Also das ist so wie mit Kärnten, das ist so ein bisschen... war immer in Deutschland als Kind. Was nervt mich an Deutschland? Ja, dass sie meistens im Fußball gegen uns gewinnen. Sonst, ich finde es eigentlich, also jetzt nervt mich ein bisschen die deutsche Regierung nervt mich nicht, sondern es ist ein bisschen, ich wünsche mir ein bisschen mehr Aktivität, wobei ich weiß, wie schwierig das ist. Also Aktivität? Zwischen Deutschland und Österreich? Nein, nicht zwischen Deutschland und Österreich, sondern dass Scholz ein bisschen offensiver ist. Ich habe gedacht, nach Merkel, nein, das führt jetzt zu weit. Nein, bitte. Also, Merkel hat viel ausgesessen. Also es gibt viel, was positiv war, aber es war auch viel, was einfach nicht angegangen wurde. Zum Beispiel Klimakrise. Und ich habe mir gedacht, vielleicht kommt ein bisschen Schwung, aber Olaf Scholz bringt jetzt nicht so viel Schwung, finde ich. Aber ich fühle mich jetzt auch nicht berufen, das wirklich zu beurteilen, was ich so mitkriege. Würdest du sagen, Österreich ist da schwungvoller? Aber ich meine, es ist ja schon schwungvoller. Nein, ich nehme mir eigentlich normalerweise gerne ein Beispiel. Es ist ja, bei uns ist immer viel los, ist lustig. Ja. Also früher habe ich immer, wenn eine Regierung neu angetreten ist, also gewählt wurde und die Regierung sich geeinigt hat und so, dann habe ich die Minister und Ministerinnen auswendig gelernt und mittlerweile denke ich mir, ich lerne immer so viel zu schnell. Tun. Ja, voll. Ja. Das wäre wie ein Drehbuch pro Tag. Ja. Adele? Ja? Bist du noch da? Ich bin noch da. Schön. Ich habe auch schon was vorbereitet. Soll ich weitermachen? Ja, darf ich eine Frage noch davor machen? Ja, dann mach du noch eine Frage. Wir hatten jetzt erstmal, was dich an Deutschland nervt, aber was nervt dich denn an Österreich? Was nervt mich an Österreich? Puh. Ja, ich meine, das ist irgendwie, dass die Hälfte der Bevölkerung meistens rechts der Mitte wählt. Und sich sehr, also alles sehr langsam geht, sehr langsam verändert, dass es intransparent ist, dass es so viel Freundeswirtschaft gibt, dass es dass noch immer so viel Korruption, Push. Ja. Würdest du sagen, dass das auch in der Filmwelt, ich weiß nicht, wie gut du die deutsche Filmwelt kennst, kannst du vielleicht auch gleich sagen, aber ob das in der Filmwelt auch hier so ist, dass es so viel Freundeswirtschaft gibt und. Ja, in Österreich gibt es sicher mehr, weil das ist ja ein kleiner, es gibt ja auch weniger Geld. Man muss ja dann immer schauen, dass man irgendwie das Geld kriegt und da gibt es sicher sehr viel Freundeswirtschaft. Also bist du dann gezwungen, auch Teil davon? Na, komischerweise bis jetzt nicht. Also das geht, glaube ich, eher Produktion und Regie an, dass man da so ein bisschen ins Kreuzfeuer kommt. Gut, dann gehen wir rüber. Darf ich? Ja, Adele. Super, danke. Aber auf den Moment freue ich mich auch. Wie bitte? Auf das freue ich mich jetzt auch. Ja, ich freue mich auch sehr. So, und zwar habe ich jetzt das ja angekündigt, dass ihr alle eure Fragen aufschreibt. Ich hoffe, ihr habt es getan. Und wir machen das Ganze jetzt so. Ihr zerknüllt diese Zettel, auf denen ihr eure Fragen aufgeschrieben habt.
Aber bitte so, dass ich sie noch wieder auseinanderfallen kann. Also nicht, dass ich da jetzt dann irgendwas entziffern muss, was ich nicht lesen kann. Prost. Dann wird auf Grundlage einer unabhängigen Jury ich entschieden, wer einen von 5 Schnäpsen bekommt. Ich bin aber 6. Nee, einen trinke ich. Ach so. Und einen Schnaps mit mir trinken darf. Ziel ist es, hier reinzutreffen. Ich entscheide dann, wer getroffen hat, weil ich euch leider nicht sehe, muss ich das alles so machen. Ist aber kein Problem. Wenn ihr bereit seid, fangen wir an. Wie sieht's aus? Nein, ich bewege mich nicht, keine Angst. Aber es knüllen noch ein paar. Ja, Licht ins Publikum, das ist schön. Ah, perfekt, genau. Dann sehen wir euch auch mal. Also die letzte Reihe darf auch aufstehen, wenn sie mag. Dann habt ihr ein bisschen mehr Chance, weil ihr habt ja echt die Arschkarte gezogen da hinten. Ja, wer zu spät kommt, den bestraft das Leben, gell? Also ich glaube, ihr habt hinten als letztes die Karten gekauft. Dann wisst ihr Bescheid, bei der nächsten Show kauft ihr ein bisschen eher die Karten. Okay, also da hinten die letzte Reihe steht auf. Ich sehe es, perfekt. Dann würde ich sagen, 3, 2, 1. Also, aber es gab ganz schön viele Fragen. Wie soll es so gehen? Hat nur eine Person einen Schnaps gewonnen. Und ich weiß leider nicht, wer es war, deswegen bestimme ich das nicht. Alle Menschen, die ich kenne, es tut mir leid, die haben Pech gehabt. Wir wollen ja keine Freunde der Wirtschaft, also das soll mir niemand. Das soll mir hier niemand vorwerfen. Also, Moment, jetzt muss ich gucken, ich kenne echt viele. Hier, erste Reihe. Sie möchten nicht, aber Sie möchten bestimmt einen. Bitteschön. So, wen kenne ich noch nicht in der zweiten Reihe? Ja, da kenne ich alle. Da, na, dich kenne ich auch. Hier. Den jungen Mann mit dem schicken T-Shirt. Von Kiel. Bitteschön. Und dann in der dritten Reihe, da kenne ich auch alle. Das kann ja echt nicht wahr sein. Leute. Doch, da. Die junge Dame mit der orangenen Maske. Ich weiß nicht, ob du geworfen hast, aber du hast einfach Glück. Bitteschön. So, jetzt habe ich noch 2 zu vergeben. Da vorne, die, da kenne ich auch jemanden nicht. Bitteschön, wollen Sie einen Schnaps? Möchten Sie einen Schnaps? Möchte jemand einen? Jetzt bin ich hier in der Ecke, kenne ich wieder nur Leute. Doch, hier kommt Theresa, bitte. Einer muss sein. So, und da hinten noch eine letzte Person. Wen, da hinten in der letzten Reihe, da kenne ich auch keine Leute. Das ist super. Dann gehe ich da jetzt mal nach da hinten. Magst du einen Schnaps? Magst du einen Schnaps? Magst du einen Schnaps? Leute, lasst mich nicht hängen. Das kann doch jetzt nicht wahr sein hier. So. Also. Ich habe jetzt keine Zeit, die Gläser alle wieder einzusammeln. Ich würde euch bitten, diese Gläser am Ende hier vorne auf den Bühnenrand zu stellen. Ich weiß, wem ich die gegeben habe. Ich weiß, wie viele Gläser weg sind. Ansonsten kommt die Rechnung, ja? Also, nicht lang schnacken, Kopf in den Nacken. Prost. So. Ja, das muss ich dann gleich aufsammeln. Danke. Während ich aufsammle, spielen aber die Band France, ich merke es mir jetzt mal mit ein bisschen Aggressivität, ihren zweiten Hit, Waits. Bühne frei für France.
baby, sweet with me. Eye to eye, we run together. Danke. Jetzt darfst du es nochmal sagen. Du hast eine Frage, ne? Hä? Ist schon an? Weiß ich, ach, egal. Dankeschön. War wunderschön. War wunderschön. Wie hieß der Song? Wait. Wait. Ah. Ja. Warten auf. Ja, das. Ja. Das habe ich verpasst irgendwie. Wait auf steirisch. Auf steirisch, genau. Okay, na dann. Wir haben nachgeschenkt. Ja, Pia, du trinkst langsamer als wir, aber ist, okay. Ist voll okay. Wir stoßen so gern an, deswegen würde ich sagen, stoßen wir nochmal an. Ja. Prost. Auf dich. Prost, auf dich. Auf euch. Dich, Max, Aaron. Auf dich. Prost. Ja. Prost. Ich bin leer, aber ich komme gleich. Adele, da ist... Ja, ich trinke ja gleich einen Schnaps mit euch, kein Stress. Ja, Pia, ich habe vorhin schon gesagt, du schauspielerst viel Theater. Ja. Im realen Leben, im Film, du machst Regie. Hast du Regie gemacht? Theater mehr, oder? Ja. Auf Film auch? Nein. Kommt das noch? Vielleicht. Wann? Weiß nicht. Verrätst du noch nicht oder weißt du noch nicht? Na, weiß ich nicht, kann man nicht wissen. Also, weil auch wenn ich zum Beispiel ein fixes Projekt hätte, ja, könnte ich nicht sagen, wann, weil Geld. Aber hast du Pläne im Kopf? Ich schreibe gerade was, da könnte es sein, aber das ist alles so... Mal welches schauen. Thema? Sag ich nicht. Bringt Unglück. Das gefällt mir. Ah, okay. Das gefällt dir? Ja. Bin ich gespannt. Bin ich auch gut. Ja. Aber was ich sagen wollte, du moderierst ja auch sehr viel. Also bist sozusagen Profi. Ja, und wir sind eigentlich noch, ja, Frühchen, sag ich mal, oder beziehungsweise Amateure. Ja. Und du hast ja seit längerer Zeit auch schon im Theater am Bahnhof eine eigene... Show, die über Zoom stattfindet. Deswegen dachten wir uns, oder? Nicht immer. Oder? Nee, nicht immer, aber die in letzter Zeit über Zoom stattfindet. Ja. Deswegen dachten wir uns, ich glaube, wir wollen aufs Gleiche hinaus, ja, oder? Stell mal eine gute Frage. Ja. Ich soll eine gute Frage stellen? Ja. Was ist eine gute Frage? Welche Frage mag ich gern? Wir schlafen ein. Sollte sich entspannen heute, ne? Ja, eigentlich hätte ich nichts arbeiten sollen, außer mal wie schon an Zungenschlag. Bist du schon betrunken? Ja, ein bisschen, ich spüre das jetzt, ja. Ah. Wahrscheinlich wegen der Hitze, weil... Sehr gut, ja. Ja, super. Ja, also, ich soll euch... Genau. Jedem eine... Nee, eine reicht. Nee, eine insgesamt reicht. Ja. Meine Lieblingsfrage, was wollt ihr mich fragen? Nein. googelt ihr euch selber? Ja. Ich google auch den Aaron. Ich google auch den Max. Aber ja. Max ist wirklich, der googelt regelmäßig alle Leute. Ne, das stimmt gar nicht. Na doch. Na hallo, kommt er morgens, sag mal. Kommt er an und sagt so, ich habe den und den gegoogelt, der hat wieder ein neues Foto drin. Das ist so. Das stimmt gar nicht. Doch. Nein, das mache ich nur bei dir. Ja, wie oft? Ach, einmal im Monat oder keine Ahnung. Einmal im Monat? Ja, ich einmal im Jahr. Ja. Und ja. Schreibt ihr eure Wikipedia? Haben wir nicht, also ich nicht. Ich habe das einmal früher gemacht. Also bevor ihr jetzt wurde hier anfangt zu streiten, ah, ja. Stimmt, die Schnapsidee hab ich gedacht, kommt ja hier. Die Schnapsidee kommt mit den letzten Fragen. Sehr schön. Ja. So, weil das Publikum hat jetzt ja schon Schnaps bekommen, dann solltet ihr auch nicht trocken ausgehen. Ich auch nicht. Also Adele, Achtung, Stuhl. Sag mal, was ich mich gerade frage, haben wir noch ein viertes Glas? Viertes? Was für ein Glas? Magst du nicht noch ein Bier? Ja, ich trinke aus der Flasche. Pia trinkt ich trinke aus der Flasche. So, ich schenke erstmal ein.
Hast du die Fragen dabei? Ja, ja, die habe ich dabei. Die Fragen sind da bei Maxi. Und, ach so, übrigens, das ist der neue Spitzname von Max. Könnt ihr euch alle merken? Maxi, er liebt es. So. Gemischt. Ja, Pia, ich habe das Ganze ja beobachtet hier auf der Couch da drüben. Mhm. Und ich muss sagen, die zwei Jungs hier, die machen das ja auch immer besser. Ich habe gesagt, sie lernen mit ihren Aufgaben. Man wächst mit seinen Aufgaben, ich ja auch, muss ich sagen. Also, mehr oder weniger. Ich habe gedacht, das ist irgendwie Corona-mäßig oder so, dass du in Quarantäne auf dem Band. Ich bin in Quarantäne deswegen. Nee, aber hast du Anmerkungen, was wir, also was die zwei machen können, damit du dich wohler fühlst? Ich fühle mich echt wohl. Okay, gut. Danke. Ja. Wir hätten sonst viel Stress bekommen. Das Einzige, was mich stresst, ist dein Mikro. Weil das steht. Ach, das da? Nein, dein. Ach, mein Mikro? Ja. Und ja, wieso? Was ist los? Ja, weil deins, das ist so wie ein Regenrinne. Das steht so ab. Das ist mir vorhin schon aufgefallen. Das hat mich gestresst. Also ich muss ja auch sagen, ich habe sowas zum ersten Mal heute rum. Und es gibt ja auch, das sieht man nicht, aber es gibt hier so eine Schnalle irgendwie um meinem Körper und so ein Säckchen, da ist das Mikro drin. Und das schneidet mir auch so ein bisschen in die Falte rein. Deswegen es ist alles irgendwie ungewohnt. Ja, mich stört also der Rücken, das ist da so. Ja, das, ja. Aber das Max, ich habe das gleiche Problem. Bei mir schnitt hier auch in der Falte. Naja. Ja. Naja, bevor wir jetzt ist es so besser? So besser? Das ist die Schnaps-AD. Ja, nein, das musst du. Also jetzt wahrscheinlich. Das machen wir das nächste Mal. Machen wir das nächste Mal. Das ist Adeles Schnaps-Idee. Die kommt eigentlich immer mit Uso rein. Ich bin sehr glücklich, dass heute Wodka dran ist. Ja, Prost auf jeden Fall. Ja. Prost. Uso ist zum Beispiel Alkohol, den ich nicht. Warte. Ah. Prost. Guck mal, da haben wir ja Glück gehabt. Aber Schnaps mache ich prinzipiell nicht mehr. Prost. Prost. Zum Wohl. Ja, das ist auch ganz einfach. Ich habe den Uso heute Morgen zu Hause vergessen. Gott sei Dank. Hast du schon? Ach, habt ihr alle schon? Ja, der ist ja gar so, nicht kalt. Schwedischer Wodka. Und das Ganze hat ja auch einen Grund, dass ich da bin. Es ist jetzt nicht nur, dass ich einfach Schnaps trinken will. Ach, da sind die Fragen ja schon. Normalerweise komme ich immer mit Fragen, die ich mir selber ausgedacht habe, aber ich dachte, wenn wir jetzt Publikum haben, kann ich die Aufgabe eigentlich auch getrost abgeben. Hast du wieder Vorbereitung, ne? Ja, genau. Ja. Ich meine, faul bin ich ja eh, das weiß ja jeder, der mich kennt oder jede. Deswegen fangen wir mal mit der ersten Frage an. Wehe, das ist leer. Das sollte ich vielleicht das nächste Mal dazu sagen, dass man ordentlich schreiben soll. Also, wie sieht der typische Sonntag aus? Rifude? Beziehungsweise, was macht eine... Laune? Ein Sonntag. Ein Sonntag. Sonntag, was macht einen Sonntag gut? Ja, was also, ist das? Ja, das Rituale. Rituale. Ah. Die haben sie nichts hinter vorgeschickt. Ich wollte gerade sagen, da merkt man, dass du schon länger lebst. Ein Sonntag? Ja, also das steht hier. Ja, es gibt keine typischen Sonntage, weil es kann sein, dass ich am Sonntag nach Wien fahre und im Zug sitze in der Früh. Also es gibt keine typischen Sonntage. Ein freier Tag? Ein freier Tag würde wahrscheinlich irgendwie wegfahren oder rausgehen, auf spazieren gehen oder so langlaufen im Winter. Gutes Essen, kochen. Also Zeit verbringen. Zeit, irgendwie. Lesen, ja. Fußball schauen, vielleicht, wenn ein gutes Spiel ist am Nachmittag so. Okay, dann gehen wir mal weiter. Aber du hast ja eigentlich Basketball gespielt, oder? Ja, aber... Kannst du jetzt noch? Nein, ich habe es auch, glaube ich, damals nie gut können. Zum Mittel. Aufregend. Anaconda steht hier in Klammern. Hat geschrieben. Erzähl uns von deiner ersten großen Liebe. Und große Liebe unterstrichen mit Ausrufezeichen dahinter. Erste große Liebe. Zwischenkriegszeit. Das ist schwierig. Was ist große Liebe? Vielleicht jemand, eine Person, bei der du das erste Mal so gemerkt hast, ach krass, das ist Zuneigung oder das ist, dass man jemanden... Es geht um große Liebe. Ja. Liebe, um Gefühle. Also Zuneigung, bitte. Also dass man so das Gefühl hat, man will diese Person die ganze Zeit anfassen und sehen und nur Zeit mit der verbringen und... Oh mein Gott, das ist Liebe? Ich weiß es nicht. Das ist sehr Lass, definier du selbst, was die große Liebe ist, lieber. Ja, warte mal. Die erste große Liebe. Das ist so schwierig, weil ich finde, man glaubt,
Also, ja, ich weiß nicht, also ich finde, der Begriff von Liebe verändert sich so, wenn man am Anfang eben denkt, das ist dann oft Bewunderung und nicht Liebe. Mhm. Also, du intellektualisierst das jetzt hier aber auch alles, ne? Ja, aber mir fällt das so schwer, weil wenn ich an die denke, wo ich so am Anfang, also wo ich, ja, so das waren meistens so Bewunderungen und das war, und ich habe aber damals gedacht, das ist Liebe. Sagen wir mal, das ist alles peinlich. Ich war ja, schön, endlich. Ich bin peinliche Leute verliebt. Immer meistens unglücklich, meistens Leute, die vergeben waren. Simon? Okay. Deine Liebe fällt da um. Okay, wir gehen weiter. Ja, ich merke schon, das führt hier zu nichts. Das reichen wir nach, also Anaconda. Ja. Ja, das dauert zu lang. Also eigentlich, Pia, ist diese Rubrik kurze Fragen, kurze Antworten. Ja, genau. Dann okay. Können wir das jetzt ja ab jetzt. Ja, einführen. Das ist wirklich eine schwierige Frage. Bitte. Was ist dein Lieblingssatz oder Wort? Ganz kurz. Drei, zwei, eins. Passt schon. Das finde ich auch super. Passt schon habe ich erst in Österreich gelernt. Und immer, als ich hier vorsprechen war, in Graz, war ich das erste Mal wirklich in Österreich. Und dann war ich irgendwo in so einem Restaurant essen, weil ich Geburtstag hatte und alleine war. Und dann habe ich für mich selbst Geburtstag in einem typisch österreichischen Restaurant gefeiert. Nein, es geht schon nicht. Auf das ist das RTL. Oh. Jetzt bin ich das Österreichische. Wie geht das Österreichische? Das österreichische. Kannst du nochmal vormachen? Ja, kannst es gerne. Vielleicht können ja die Menschen in Österreich sozialisiert sind, einmal das machen. Ja. Können wir es mal hören? Gibt's dann nicht, ne? Keine Bereitschaft. Haben wir keine Österreicher hier? ÖsterreicherInnen? Okay. Okay. Oh. Wurscht, wir gehen weiter. Ja, endlich! So. Sollen wir schon mal vorfalten? Ja, ihr könnt gerne vorfalten, das ist gar nicht schlecht. Ach so. Liebe Pia, was machst du als Vorbereitung für einen Dreh? Sprechübungen, Meditation oder sonstiges? Text lernen, Text lernen, Text lernen. Okay, gut, das ging schnell. Lernst du schnell Text? Dialoge sehr schnell, Monologe sehr langsam. Lernst du auch immer den Text der anderen Person mit? Nie. Okay. Hier sind zwei Fragen drauf, aber ich stelle nur die erste. Mhm. Kannst du uns von einem Traum aus der letzten Zeit erzählen? Ja, ich habe einen Test gemacht, also ich habe geträumt, dass ich einen Corona-Test gemacht habe und dann ist erschienen, rot blinkend, Lüge, Lüge, Lüge. Wir könnten jetzt eine Traumanalyse durchführen, aber ich glaube, das sprengt den zeitlichen Rahmen. Nächste Frage, hast du die Schuhe von Josef Harder an? Na, wirklich nicht. Dylan, nimm die zweite. Die zweite, gut, danke. Welche KünstlerInnen Welche KünstlerInnen inspirieren dich und inwiefern? Das ändert sich immer sehr, je nachdem, womit ich mich beschäftige. Im Moment ist es keine Künstlerin, sondern ein Podcast, der heißt Piratensender Powerplay. Und da setzen sich zwei Menschen aus Deutschland mit Politik und Sozialpolitik und eigentlich Tagespolitik auch auseinander. Das finde ich gerade extrem inspirierend. Das klingt sehr seriös. Hast du denn auch aus deiner Kindheit so ein typisches Teenie-Idol? Ich war ein extrem Beatles-Fan. Beatles? Und Schauspieler, Schauspielerin, hast du da so ein Vorbild oder hattest du? Ich habe zeitlang sehr gern Filme mit Jack Nicholson geschaut, aber ich finde jetzt, der macht zu viel. Was macht der? Zu viel. Der macht doch gar nichts mehr. Nein, wenn er spielt. Ach so, das schon. Okay, ich habe eine ganz kurze Frage. Wann war deine letzte durchlebte Nacht? Puh. Das ist auch eine kurze Antwort. Ach so, das ist vor einem Jahr, weil ich da ungefähr 3 Wochen Nachtdrehs hatte. Und dann hast du danach getrunken? Na, das war streng Corona-mäßig, da hätte ich dann allein am Zimmer so
Wie ist es eigentlich so? Normalerweise dreht man ja und dann habe ich auch mal, also so mein Klischee oder meine Klischee-Vorstellung, ich habe selbst keine Dreherfahrung, ist, dass man dann irgendwie die ganze Zeit mit diesen Leuten dann auch Zeit verbringt oder ist es dann irgendwie gar nicht so? Oder ist es jetzt bei Corona eben ganz anders, dass man dann denkt, hä, wo sind denn eigentlich alle, was mache ich hier? Ja, also bei Corona ist es so und es ist auch ein bisschen, es kommt darauf an, wie nett die Kollegen, Kolleginnen sind und ob du zu Hause wohnst oder zum Beispiel in einem Hotel, wo alle gemeinsam dann sich am Abend immer zusammensetzen oder so. Okay, ich würde sagen, wir kommen jetzt zur letzten Frage, weil sonst sprengt das hier den ganzen zeitlichen Rahmen. Mit welcher Rolle, welcher Darstellerin würdest du dich gern richtig übel betrinken? Mit welcher Rolle? Ja, das verstehe ich auch nicht. Ja, zum Beispiel mit Harry Potter oder mit Jack Sparrow. Mit Pretty Woman und dem Typen da, wie ist der? Richard Gere. Ja. Beispiele, ist mir jetzt so eingefallen. Sag einfach noch mehr. Ist nicht so, dass ich den letztens gesehen habe. Ah, ich glaube, das sind so Fragen. Entschuldigung, ich kann auf solche Fragen nur so schlechte Antworten geben. Mit wem würde ich mich gern betrinken? Ach, Pierre, du musst auch nicht antworten. Mit Winnetou, glaube ich. Winnetou? Winnetou. Ja. Interessant. Wieso denn? Ich weiß, Kind wollte ich Winnetou werden. Ich habe nicht gewusst, dass das alles schwierig ist. Aber was hat dich an ihm fasziniert? Winnetou? Er war edel und gerecht. aber so wie du in Kärnten. Aber Robin Hood ja auch. Ja, den kannte ich damals noch nicht. Ja. Der war noch, Winnetou war dauernd im Fernsehen und meine Schwester hat mir immer von Winnetou erzählt. Ich glaube, sie ist schuld. Und jetzt würde ich gern sagen, würde ich gern nochmal mit Winnetou reden. Okay, ich habe eine letzte Frage, die habe ich mir selber ausgedacht, ausnahmsweise. Die habe ich sogar vorher aufgeschrieben. Und zwar, welches Theater macht interessanteres Theater? Das Theater im Bahnhof oder das Schauspielhaus Graz? Das Theater im Bahnhof. Begründung? Das war natürlich jetzt ein Witz. Was soll ich sagen? Es kommt darauf an, aus welcher Perspektive man es sieht. Sei nicht höflich, Pia. Ich wollte gerade sagen, also nicht wieder intellektualisieren, sondern einfach so frei von der Leber weg. Naja, frei von der Leber weg, weißt du, was dann passiert? Ja, das wollen wir hören, genau das wollen wir hören. Für mich ist Theater funktioniert immer dann sehr gut, wenn es nah an den Menschen ist. Und das ist was das Theater im Bahnhof versucht, nah bei den Leuten zu sein und sich mit was zu beschäftigen, was wir sehr gut kennen. Und das ist oft die Stadt und das gilt dann, ist aber dann öfters allgemeingültig. Also wenn man was ganz genau beschreibt, was man gut kennt, dann hat es vielleicht eine größere Allgemeingültigkeit und das interessiert mich. Also für mich ist es deswegen das Theater im Bahnhof. Außerdem kann ich sehr schlecht klassische Texte sprechen zum Beispiel und würde am Schauspielhaus scheitern. Wo kann man dich denn das nächste Mal sehen? Am Theater im Bahnhof oder? Im Bahnhof. Ja, im Bahnhof. Theater im Bahnhof. Nächsten Montag. Improvisationstheater und dann ab 19. Juni kann man zwar nicht mich sehen, aber eine Inszenierung, die ich mit mit Gabi Hitti und Jana Hirzegger mache, steirischen Fußballverbandsplatz in der Herrgott-Wies-Gasse. Ich glaube, da war ich zum Testen. Ja. Was für Test? Jetzt Corona. Jetzt zum Schluss noch so was steht an? Also gibt es gerade Projekte, die irgendwie anstehen, die wir erwarten können, die in Zukunft kommen? Es kommen zwei Kinofilme, oder weiß ich nicht, wann die kommen. Ich glaube, die kommen beide nicht bei der Diagonale, aber ich bin mir nicht ganz sicher. Der eine heißt, wenn wir die Regeln brechen, das spielt eine sehr kleine Rolle. Und dann gibt es einen Horrorfilm, der heißt Family Dinner. Und wann der genau kommt, weiß ich nicht. Aber das war der mit den vielen Nachtdrehs. Und schreibst du gerade auch an was schon Aussichten hat? Ich schreibe an einem Kinostoff und an einem Landkrimi. Und das ist aber eher was für 23, 24 oder so. Ja. Okay, schön.
Das sind ja freudige Aussichten. Wir sehen, es geht, es geht weiter. Gott sei Dank. Ich habe gerade hier auf meinen Wecker habe ich den 9:55. Ich weiß aber nicht, ob das stimmt, weil wir haben den, glaube ich... Den ein bisschen verstellt. Wir haben den ein bisschen verstellt. Hat jemand gerade eine Uhr und weiß, wie spät es ist? 9:55. Ach, 5, vier, oh. 4:55. Ja, aber das passt. Wir haben später angefangen. 9:55. Das ist super. Adele. Ich würde sagen, wir haben die Zeit ziemlich gut eingehalten. Ja. Ja. Geht es euch noch gut? Seid ihr noch wach? Ja, wow. Sehr schön. Genau. Wir müssen auch nicht mehr lange durchhalten. Wir sind quasi am Ende. Doch, also. Wir halten jetzt nur weiter durch in der Kantine hier im, ja. im Schauspielhaus. Ja. Genau. Das hat ja alle herzlich eingeladen. Eine schöne Abmoderation. Ja, das müssen wir jetzt noch machen. Ja. Machen wir noch. Okay. Ja. Also. Stehen wir jetzt auf? Oder? Wir stehen jetzt auf. Ja. Ich ja? Nee. Du darfst mit. Komm, steh mit auf ja. hier. Das wäre jetzt komisch, wenn wir dich hinten stehen lassen würden. Sitzen. So. Ja, das ist doch super so. Wollen wir noch also, ich spüre den Alkohol schon ein bisschen. Ich auch. Wollen wir noch auf den Simon warten? Warum auf den Simon? Achso, na, weil das wird ja auch gefilmt. Ja, aber der Film. Achso, nee, da ist so eine Kamera, okay. Passt schon. Ja. Was machen wir? Ja, auf jeden Fall vielen, vielen Dank, dass ihr alle da wart. Das ist ganz ehrlich gesagt total abgefahren, dass wir das Haus 2 voll gemacht haben. Wir sind richtig, richtig dankbar für euch alle. Schön, dass ihr da wart, vor allem an einem Montagabend. Ja, genau, jetzt können wir euch auch alle sehen. Ihr habt auch wunderschöne Gesichter, trotz der ganzen Masken. Oder deswegen. Ja, wir freuen uns sehr, dass ihr alle da wart. Es war für uns ein großer Meilenstein. Wenn ihr uns weiterverfolgen wollt und es noch nicht gemacht habt, wir sind auf Instagram, da heißen wir auf.ein.glas.mit. Oder diese Folge erscheint auf YouTube in einer Woche am Dienstag. Die könnt ihr auch nochmal anschauen, wenn es euch ganz besonders gefallen hat. Und sonst, wie es weitergeht, wissen wir auch noch. Hallo? Hört man mich noch? Ja. Ja, man hört mich noch. Ansonsten, wie es weitergeht, wissen wir auch noch nicht. Aber wir freuen uns, wenn ihr weiterverfolgt. Wenn ihr weiter dabei seid. Wir bedanken uns ganz herzlich beim Schauspielhaus Graz für die Möglichkeit, bei der Stadt Graz, vor allem beim Kulturamt der Stadt Graz, dass sie uns die ganze Zeit schön mit ein bisschen Geld unterstützen, dass wir das Ganze hier machen dürfen. Wir bedanken uns ganz herzlich bei dir, Pia. Ich sehr schön, dass du gekommen bist. Euch. Es war ein sehr schönes Gespräch. Schön, dass du da warst. Ja, danke. Ein großer Applaus für Pia. Bevor wir jetzt alle nach Hause gehen, spielt Franz noch einen letzten Titel, der genauso heißt wie die Band. Ihr wisst, wie sie heißt. Ich sag's jetzt nicht. Und wir sagen vielen Dank, dass ihr da wart. Vor allem vielen, vielen Dank, dass ihr so spontan eingesprungen seid. Ihr seid die Rettung in letzter Sekunde, wirklich. Und vielen Dank an euch alle. Wir haben gleich noch einen schönen Abend in der Kantine. Da sehen wir uns alle. Vielen Dank an Abi, Simon und Andi, die das Ganze hier filmen. Und sie uns seit Sekunde 1 unterstützen und uns vertraut haben vor allem. Das ist der Hammer, weil wir sind 3 Dullis. Wir hatten eine Schnapsidee, das muss man sich mal vorstellen. Völlig bekloppt. Und an Franz spielt jetzt. Dann sehen wir uns in der Kantine. Und bis bald. Bis vielen bald. Dank. Doing
it wrong, what does it mean? Does it include loving someone? Is this part of the scene? Are doing it wrong, what does it mean? Does it include loving someone? Is this part of the scene?